und willkommen zurück zum Schnellvorlauf Ironkerman. So, wir haben ja jetzt auf Leite alle Jungs abgesetzt oder Jung und Mädel und weiter geht's. Und ich habe was Neues gelernt über meine Video-Editing-Software, nämlich bei 10.000%igen Zeitraffer ist Schluss, mehr kann ich nicht. So, was ihr hier seht, ist meine Grabbing-Unit, die so mit Orbit, mit jedem Orbit ein bisschen mehr beginnt, den Leite-Orbit zu verlassen. Denn ich wollte jetzt mit dem Teil natürlich auch wieder gerne zurück zur Kerbin Sprite, also zum Mutterschiff. Und dafür heißt es einmal bitte nach Pol raus, denn die Kerbin Sprite ist quasi gerade im Flyby an Jol auf einer etwas größeren Umlaufbahn, um auch nach Pol zu kommen. Und dann habe ich gedacht, machen wir doch einfach ein Treffen am Ziel. Genau, dafür einmal von Leite weg, einmal die Ekliptik grob angleichen, dass wir auf der gleichen Plane unterwegs sind, also mit der gleichen Bahnneigung. Und dann gucken, wo, wann, wie und warum man Manöver hinbekommt, um tatsächlich nach Pol zu kommen. Und ich nehme die Überraschung mal so ein ganz klitzekleines bisschen raus. Tada, ich habe es geschafft, nach Pol zu kommen. Dem ich ein bisschen rumgespielt habe, mit dem Orbit, wie man hier sehen kann. Und irgendwann bei meinen kleinen Probeläufen hatte ich dann einen Treffer mit Pol, der so irgendwie 14 Tage dauert, also bis ich da angekommen bin dann. Und den habe ich dann auch mal eben schnell weggebrannt, wie ihr sehen könnt. Das ist jetzt übrigens die Passage mit dem 10.000-fachen Zeitraffer, damit ihr mal eine ungefähre Vorstellung habt, wie unglaublich lange das gedauert hat. Es hat ewig gedauert, okay, weil kein Strom mehr da. Ich habe nur noch ein Panel, das macht jetzt hier draußen noch 1,0 irgendwas Strom, wenn es 100% Sonne hat. Das ist ein bisschen wenig für einen Ionenantrieb und deshalb hat das Ganze eine gewisse Zeit gedauert und ich muss das Manöver nochmal nachbessern. Aber am Ende des Tages, und das meine ich in diesem Sinne tatsächlich mal sehr wörtlich, ich habe da relativ lange dran gesessen, war ich dann mal auf Kurs und hab's geschafft, tatsächlich bei Pol anzukommen mit der Probe. Und da oben, ein bisschen weiter oben links von der Mitte, seht ihr die Pride quasi gerade auf Jol zutauchen, die dann auch noch zwei Manöver durchführen muss. Und das ist quasi das nächste, was passiert. Aber jetzt kommt als erstes mal die Annäherung der Sonne und der Sonde. Und hier seht ihr die zwei Manöver von der Pride, die noch ausstehen. Auch die relativ schnell zusammengeraffert, weil man sonst wahnsinnig wird davon. Denn Strom ist weiterhin ein riesiges Problem. Also ich habe mich sehr langsam angenähert. Und das ist jetzt dieses Manöver, was ich euch das letzte Mal gezeigt hatte. Also ich hatte euch ja diese Manöverknoten gezeigt. Das heißt, ich habe, ich glaube, es waren drei Manöver hintereinander, die mich quasi ganz niedrig auf einen Jol-Orbit bringen, um mich dann wieder raus zu katapultieren. Das sieht jetzt so aus, als ob ich mich rauskatapultiere. Es ist in Wirklichkeit gerade ein Bremsen, weil ich gerade irgendwie ein Flyby irgendwo erwische. Um mich dann halt rauszukatapultieren, sodass ich es in 14 Tagen nach Pol schaffe. Und ja, das waren relativ viele Delta V. Also das waren irgendwie so insgesamt knapp, jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube 1500, 1600 Delta V, um dieses etwas aggressivere Manöver zu fliegen. Hat aber letzten Endes geklappt und war auch gar nicht so schlimm. Ja, der Treffer war dann auch ziemlich okay. Und jetzt kommt der witzige Part. Ich habe es dabei sogar geschafft, die Probe zu überholen. Also komischerweise war am Ende die Pride ein bisschen zeitiger da als die Probe. Hätte ich jetzt nicht vermutet, weil ich ziemlich viel Rückstand hatte. Ich bin aber mit der Probe weiter nach außen geflogen. Und das hat dann scheinbar ein bisschen gedauert und dazu geführt, dass die Pride tatsächlich eher vor Ort war. Das Schöne ist jetzt, mit der Pol-Mission sind wir wirklich an der letzten Mission, die im Jol-System stattfindet. Pol, Jol, alles reimt sich. Und danach geht's nach Ilo und das ist die letzte Mission auf der Reise, bevor es zurück nach Hause geht. Und ja, das heißt, wir sind quasi auf der Zielgeraden, sage ich jetzt mal. So, was dann kam natürlich, oh verdammt, ich bin viel zu schnell. Ihr kennt das Spiel schon, die Probe kam ein bisschen zu schnell an Pol vorbeigeflogen und ich musste mehr Delta V bremsen, als mein Strom hergegeben hat. Also das typische Spielchen, ich bin mal wieder abgerutscht, bin aus dem Pol-Einfluss raus, habe dann mein Manöver umgedreht, habe mir Pol wieder geschnappt, damit ich die Probe da erstmal parken kann. Und ja, hab sie dann quasi in den
Orbit dort eingebremst. So, und das ist jetzt vorbei. Witziger Fakt, was später passiert ist, ich habe schlicht und ergreifend vergessen, dass ich die Grabbing... Also ich wollte die Grabbing Unit eigentlich nur noch ranholen, um Xenon zu bunkern und sie dann entsorgen. Hab dann aber vergessen, dass ich sie im Polorbit hatte und da ist sie dann auch geblieben. Was ich hier mache, ist, diese kleinen Satelliten, die zwei, die ich nicht mehr brauche, habe ich quasi von Xenon entleert, damit ich das Xenon behalte und habe die mit 10 Einheiten Xenon oder so halt weggeschickt, einfach um Gewicht zu sparen. Das heißt, ich habe jetzt abgespeckt, bis zum Geht nicht mehr. Dann habe ich den Lander abgekoppelt mit der letzten verbleibenden Probe, die ich jetzt noch benutze, weil die hat halt zwei Solarpanels hier draußen. Die Grabbing Unit ging halt gar nicht mehr. Das war echt nicht mehr schön. Und deshalb halt dieses Umsteigen auf den kleinen Satelliten. Der ist mit zwei Panels ein bisschen effektiver. Dann kam das große Bremsmanöver, wieder getrennt mit dem Lander. Lander mit einem Piloten und einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin. Extra, damit die dann ihre Bremsung alleine machen können. Die Pride hat schon mal ein bisschen vorgebremst und dann habe ich quasi die Hauptbremsung mit dem Lander gemacht. Hab kurzzeitig die Triebwerke dazu genommen, einfach um einmal hart abzubremsen, weil Pol hat echt nicht hohe Gravitation, also es ist wirklich minimalst hier, sodass ich spekuliert habe, dass das ausreichen wird, wenn ich das Triebwerk jetzt schon mal kurz zünde, weil ich brauche nachher nur noch eine Länderfüllung. Das heißt, ich brauche jetzt noch einmal Sprit, um auf ILO landen zu können und danach gibt es keine Landung mehr, für die ich den Länder einsetzen muss. Das heißt, die eine Spritfüllung reicht und da ich jetzt voll betankt war und noch 156, sieht man ja gerade, Liquid Fuel in der Pride gebunkert habe, hieß es halt jetzt einfach sparsam sein bei der Landung, aber wie gesagt, alles nicht so problematisch. Hier wieder das gleiche Spiel, die Pride hat gebremst, 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 gebremst. Gute Nachricht, mit der Pride bin ich nicht aus dem Poleinfluss wieder abgehauen und musste zurückfliegen, sondern ich habe es tatsächlich geschafft, meine Bremsung sauber durchzuziehen und quasi einen vollen Stopp hinzulegen, sodass das Schiff dann in den Gravitationseinfluss von Pol geraten ist. Und wie ihr oben sehen könnt, das Xenongas jetzt langsam, nachdem alle Zusatztanks raus sind, wird es überschaubar. Ich habe jetzt noch 78.000 Einheiten von dem Xenongas. Der nette Nebeneffekt ist aber auch durch das Satellitenabwerfen und all die anderen Späße werde ich auch zunehmend deutlich leichter, was mir das Leben auch im wahrsten Sinne des Wortes etwas leichter macht. Ich glaube, die Pride wiegt jetzt noch 55, 56 Tonnen, irgendwie so den Dreh. Also ich bin fast bei der Hälfte des Gewichts angekommen, mit dem ich mal gestartet bin. Da waren es, ich glaube, knapp unter 100 Tonnen. Und nachdem ich die Pride dann gefangen hatte, habe ich mich um die Landung gekümmert. Und jetzt kommt der spannende Teil. Erstmal den Orbit einmal schön klein ziehen mit dem Satelliten. Also ich habe so lange, wie es irgendwie wieder möglich war, versucht mit dem Xenon-Antrieb zu arbeiten, einfach um Sprit zu sparen. Habe mich also schön in den Low-Orbit runtergezogen. Habe dann den Satelliten vorbereitet für eine Abtrennung hinten im Dunkeln. Das hat auch so grandios geklappt, dass es den Satelliten erstmal komplett weggeflippt hat. Den habe ich dann aber einfach im Orbit gelassen. Der war nämlich noch ganz okay, auch wenn man sieht, dass er leicht abgewichen ist. Und dann hieß es Landeanflug. Und da habe ich gedacht, ich mache mal ein bisschen was Cooles. Und zwar habe ich da so einen kleinen Berghang anvisiert, den ich auf dem Überflug gesehen hatte. So, das seht ihr jetzt auch gleich. Und habe gedacht, ich probiere jetzt mal so knapp wie möglich über diesen Berghang rüber zu eiern. Und jetzt könnt ihr mal live sehen, wie das aussieht, wenn ich kalte Füße bekomme. Da habe ich nämlich gemerkt, dass das vielleicht nicht die beste Idee meines Lebens war. Und habe ganz schnell ein bisschen nachgesteuert. Und jetzt passt mal auf. Zap! Und den Frame habe ich euch mal eingefroren. Seht euch mal den Stein rechts unten an. Das ist mein Scheinwerferlicht, okay? Das ist mein Scheinwerferlicht. Gut, nachdem das dann knapp überstanden war, war ich im Tal von Oz angekommen, wo ich dann landen wollte. Denn die Aufgabe war, dort zu landen und ein Bild von den Gesteinsformationen zu machen. Und gegebenenfalls, das war die hochpunktige Mission, noch eine Bodenprobe zu nehmen. Und ich habe mich natürlich für die hochpunktige Mission entschieden, sonst hätte ich ja irgendwie eine Probe runterschicken können für ein Foto. Deshalb bemannt, weil, oder bemannt und befraut. Was sagt man eigentlich? Ist das jetzt irgendwie schon antifeministisch, wenn man trotzdem bemannt sagt, wenn es man becrewt? Becrewed ist super. Eine becrewte Landung, die ich dann versucht habe, möglichst effizient zu landen. Also seht ihr, ich habe einen kurzen Burn reingelegt, der relativ stark war und bin dann mit dem Burner drunter gegangen, um so einen möglichsten Suicide Burn draus zu machen. Und geflippt. Ja, erster Landeversuch war
nicht so gut, um keine Schimpfwörter in den Mund zu nehmen. Und ich habe dann nochmal angesetzt und habe gedacht, zweiter Landeversuch. Und der war noch viel schlechter. Und dann bin ich umgekippt und den Berg runtergerutscht. Aber es ist erstmal nichts explodiert, deshalb habe ich gedacht, ich warte mal. Und habe dann meinen klassischen Low-Gravity-Rettungstrick benutzt. Ihr kennt ihn auch schon, oder? Boing, Türen auf, einmal rumflippen, versuchen wieder das Gleichgewicht zu finden und nochmal eine Landung ansetzen. Das war jetzt so ein bisschen wackelig, hat aber letzten Endes funktioniert. Und jetzt ganz vorsichtig, oh Stein, oh vorsichtig und oh Gott sei Dank. So, da habe ich doch mal ziemlich geschwitzt, dass das irgendwie alles funktioniert. Aber letzten Endes unten angekommen und dann dürfte unsere Wissenschaftsoffizierin nach kurzer Vorbereitungspause aussteigen und sich eine geeignete Stelle suchen, um ein schönes Foto. Fahne habe ich einfach aus Prinzip hingestellt, damit ich mir das später alles nochmal angucken kann, wo ich war. Und hat sich dann noch eine Bodenprobe genommen und sich dann in Position getanzt für ihr Foto. Da habe ich nochmal geguckt, dass die richtigen Lichtverhältnisse da sind, weil wenn wir hier schon eine Dame auf Pol fotografieren, dann machen wir das auch ordentlich. Das war mein Beweisfoto und dann ging es auch schon wieder in die Vorbereitungsphase, um abzuhauen. Denn damit ist die Pol-Mission erledigt. Ta-da-da-da-da-da. Und damit ist auch alle Missionen im Yo-System, die ich erledigen kann, erledigt. Hardcore-Start, zurück zum Satelliten, um mich einzufangen mit einem klassischen Rendezvous. Denn jetzt hieß es wieder alles zusammenpacken, gucken, dass wir die Pride abfangen und dann auf in Richtung ILO, genau. Im letzten Monat gab es die Wahl zwischen einer Kometenmission und ILO. Das Problem ist, dass ich die Kometenmission nicht erfüllen kann, weil ich zwei Grabbing-Einheiten dafür bräuchte. Also es ging ja irgendwie um so ein Mikrowellenexperiment, in dem man sich an beiden Seiten an den Asteroiden rankoppelt. Und das ist einfach der Zusatzstart für noch eine Grabbing-Unit. Hätte mich mehr Kohle, deutlich mehr Kohle gekostet, als ich verdient hätte damit. Also es war es einfach nicht wert, also bin ich nach ILO dann aufgebrochen und ja, dafür erstmal mit der Probe hier die Pride wieder erreichen mit kleineren Kontrollschwierigkeiten, weil irgendwie meine Panels blöd ausgerichtet waren und wenn die Panels, also die Solarpanels und die Räder sich berührt haben, sind komische Sachen passiert. Aber letzten Endes konnte ich das Ding witzigerweise ohne die Solarpanels fliegen, weil in dem Länder eine RTG-Unit drin ist. Und da ich nur einen Xenon-Antrieb zu bedienen habe und relativ viel Batteriepuffer hatte, war das recht entspannt. So, klassisches Rendezvous, einmal kurz rangebrannt, die Pride wieder eingeholt. Dann habe ich es verzockt irgendwie mit dem Zeitraffer und bin einmal an der Pride vorbeigeflogen. Tja, so ist das manchmal. Ich habe mich so an Zeitraffern gewöhnt, dass ich jetzt mittlerweile manchmal ein bisschen zu viel Zeitraffer. Klarer, knapper Anflug, das wackelt nur so vom Wind oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen nah dran vorbeigeflogen. Und dann hieß es auch schon wieder andocken und sich bereit machen für den Abflug in Richtung ILO. Witziger Nebeneffekt stellt sich dabei raus. Meine Länderfüllung ist 360 Liquid Fuel und entsprechende Oxidizer, ich glaube 440. Ich habe 359 Liquid Fuel. Das heißt, ich habe noch relativ exakt eine Tankfüllung, mir fehlt eine Einheit. Das heißt, ILO kann kommen und ich schleppe nichts unnötig rum. So, jetzt habe ich mir meinen Kram gespart und einfach einen Screenshot gemacht. Wir haben jetzt so viele Burn-Manöver gesehen. Das war das verdammt längste Burn-Manöver aller Zeiten. Ich habe dann quasi einen Schwung nach außen gemacht und mich nach unten gedrückt, um ILO in relativ kurzer Zeit abzufangen. Ich habe es geschafft, mich, glaube ich, in knapp 4 Jahren. Also ein Jahr Wartezeit an Jol und dann halt 3 Jahre, 3,5 Jahre Transfer rüber nach ILO rüber zu bringen. Und dafür waren im Prinzip das Fluchtmanöver von Polen nötig. Das habe ich jetzt nicht mitgefilmt, weil ich glaube, ihr habt genug gezeitrafferte Ionenantriebsbrenner gesehen. Dann seht ihr da mittig rechts neben der PE das erste Manöver, um mich rauszudrücken. Und dann quasi da, wo ich gerade am Planen war, nochmal ein Manöver, das mich dann reinbringt. Ja, und hier seht ihr das, was dann letzten Endes der Effekt davon war. Ich bin nämlich im Jahr 11, nach 411 Jahren und 425 Tagen mit der Pride im ILO Orbit angekommen, beziehungsweise im ILO Flyby und bremse mich hier gerade in den Orbit runter. Und jetzt gibt es auch gleich nochmal eine Übersicht. Da sind wir jetzt im Bremsmanöver für die allerletzte also Kerbin-System externe Mission. Das ist dann also der Planet ILO. Ich war selber noch nie auf ILO in meiner gesamten Kerbal Space Program Zeit. Ich spiele, ich bin noch nie nach ILO geflogen. Fragt mich bitte nicht warum. Ist einfach so. Und habe jetzt die Chance, das endlich mal wieder gut zu machen. Und wir werden hier nochmal eine Landung ansetzen. Und sobald diese Landung dann durch ist,
geht's zurück nach Hause. Und da das eine Option für den Livestream ist, ist hier jetzt auch Schicht im Schacht. Und für heute erstmal genug mit Iron Kerman. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei, egal ob im Livestream oder mit Aufzeichnung. Wenn es an die letzte Folge geht für den Iron Kerman, wenn wir ILO erledigen und nach Hause fliegen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.